So, liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh, Schönhorn. Du hast einfach einen Schlüssel gefunden, na, her damit. Immer her damit. Genau. So siehst du aus. Herzcontainer, Herzcontainer. Nein, oh, ein Sack voll Gold. Mindestens 150 Münzen. Ah, glaube ich, hat man schon mal gehabt. Das war ja ein easy Truhe. Den Schlüssel muss ich leider gleich wieder hierfür einsetzen, den ich gerade erhalten habe. Ärgerlich, ärgerlich. Wollte meinen ja. Ist das behindert, Alter? Oh Mann, ist das einfach. Das ist ein bisschen echt overpowered, die Schildmechanik. Geht's hier lang? Ja, auch. Gehen wir erstmal da oben lang. Hallo, kleine Ratte. Ey, wie Gold man bekommt von den Gegnern, ja? Ist ja irre. Hätte man damit auch Mesmeras Angriff abblocken können? Mit dem Schild? Wahrscheinlich, oder? Der Generalschlüssel! Danke sehr. Ein Boss-Key quasi. War das noch ein Gegner? Hier holen wir uns noch mit. Oh, verdammt, nicht getroffen. Ich kann ja auch mit meinen Stiefeln umboosten. Sind 165 EP, ich brauche noch 335. Verdammt, hat nicht funktioniert. Safe. Mal kurz umgenatzt. Aber was haben wir hier Schönes dran? Was schon Hals, Herzteil war. Nein. Du hast den Heilzauber gefunden. Nutze ihn, um dich zu heilen. Oh. Da ist ja das, was ich vor einigen Parts angesprochen hatte. Beherrsche alle 5 Zauber. Wizard. Nice. Okay. Cool. Sehr nice. Da hatte ich ja gesagt gehabt, dass es cool wäre, wenn es einen Heilzauber gäbe. Und damit gibt es ihn. Na, käme ich mal. Oder greif mich mal an. So, da schauen wir uns mal den Zauber an, ob er denn wirklich tatsächlich schon 4 Leben heilt. Okay, 2 Mana für... Ach, bisschen mehr als ein Viertel Leben, Viertel Mana, ne? Ein bisschen mehr. Na, die kann man nicht umboosten mit den Boots, aber die komischen Dingens kann man kaputt machen. Die Kisten. Okay, während ich angreife, da bin ich dann kurz verwundbar. Nice, ein Heilzauber. Finde ich ja sehr gut. Achso, da hinten ging es lang. Gut, ich wollte die Kiste erstmal kaputt machen. Ah ja. 25 Münzen, danke sehr. Ich glaube, damit war es das in der Friedhofsinsel gewesen. Ne? Wir hätten natürlich gleich am Anfang rausgehen können. Hätten wir? Warum bin ich nicht? War die Tür denn offen? Das muss ich doch gleich nochmal abchecken. Wir sind ja quasi schon da, ne?
Naja, der Generalschlüssel, alles klar. Spiel gespeichert. Hm. Hütte des Grabwächters. Sehr schön auf jeden Fall, dass wir den Haie-Zauber erhalten haben. Damit alle 5 Zauber. Und damit war es in dem Spiel eigentlich ja auch gewesen. In dem Spiel. Auf der Friedhofsinsel eigentlich gewesen. Wir gehen mal ganz kurz raus und gucken, ob wir die 100% haben. Wenn nicht, würde ich mich da ziemlich fuchsig machen. Aber eigentlich müssten wir. Ich habe zumindest nichts Auffälliges mehr gesehen. Ah, eine Kiste fehlt. Eine Kiste fehlt. Ich guck mal, mir ist so ein bisschen auf der Map um, aber hier war ja nichts gewesen, ne? Ja, kann natürlich eine versteckte Kiste sein, ne? Das ist ja eklig. Da ist der Skettler. Der. Was ich mir vorstellen könnte. Wen hast du denn gerade getötet? Dass das mit den drei Brüdern. Da, das ist eine Kiste. Okay. Ah, ist noch nicht tot, oder? Doch, ist. Ah, okay. Habe einfach etwas übersehen. 25 XP. Ui, vielen Dank dafür. Dann runter von der Insel. Wir sind nicht mehr ganz so reif für die Insel, deswegen gehen wir runter. Ohne Gegner zu killen, müssen wir jetzt nicht machen. Wenn man Erfahrung farmen möchte, sollte man diese großen Viecher nehmen, die auf der Himmelsinsel das erstmalige Mal waren. Oder das erstmalige Mal war. Das erste Mal auch waren. Welkland 100%, großer Wald 100%, Rift Süd von. Ne, das noch nicht, ne? Doch auch 100%. 100%. 100%. Traurig. Auch noch nicht. Mein Block. Großkern, Lagerbereich unterm Windrad. Ach nee. Irgendwas mit Windrad. Unten. Unten Windrad. Na, dass wir das. Ach, deswegen siehst du, das fehlt noch zum Beispiel. So. Alte Festung 93%. Ich schreibe nochmal Himmel hin. Sind wir bei? 88, also fehlen wahrscheinlich noch zwei Dinge. Bomben sind erledigt. Heimatinsel ist noch offen, weil wir da gleich hingehen werden. Ach, da sind die Ruinen von Arkadien. Okay. Da geht's auf zur Heimatinsel, Leute. Wir fahren Richtung Heimat. Es ist geschafft. Wir haben das Spiel besiegt. Und reisen jetzt Richtung Heimat. Tschüssi! Wir müssen, glaube ich, noch 2000 Gold ausgeben. Ist auch noch eine Mission gewesen. Das Gold haben wir ja mittlerweile. Wir brauchen jetzt nur noch einen Shop. Leider gibt es echt keine guten Dinge mehr, die man sich kaufen kann, ne? Aber eins fehlt halt noch. Also ich finde sogar noch drei Dinge. Das sind aber ne, das können keine zwei Zauber sein, das glaube ich nicht. Sonst gäbe es das Achievement nicht für 5 Zauber. Das kann ich mir nicht vorstellen. Egal, wir finden auf der Heimatinsel ja sicherlich gleich noch etwas. Und in den Ruinen von Arkadien gibt es dann vielleicht das letzte und das letzte Puzzlestück, ne? Wir finden hier oben, fehlt ja auch noch was. Irgendein Utility-Item wird das noch sein. Also eine Angel und, weiß nicht, Luftfischen oder so. Keine Ahnung.
Es wird wieder hell. Yay. Auf zur Heimat. Erreiche die höchste Abenteurerstufe und besuche alle Inseln der unerforschten Meere. Das müsste da. An der Arkadien ist es. Stand on my feet because the whole island was shaking from the weight of ocean horn. All I could hear was a scream and that horrible war horn. She was gone. She was gone. That monster is after me. And I was hiding inside. Versteckte mich drin, ne? Ja. Ja, das nervt mich, dass man das nicht weitermachen kann. Das ist so weit hinterher. Das stört ein bisschen, finde ich. Dann ist eine Kiste. Immer noch die Frage, was machen wir mit dem Blutstein? Wir wollten dann auf jeden Fall nochmal zur Wassernymphe gehen. Vielleicht kriegen wir ja da noch etwas, weil... Es gibt sonst keinen Grund, warum man die noch sammeln kann. Wahrscheinlich seine Frau oder so. Es ist furchtbar, das zu lieben, was vom Tod berührt werden kann. Ja. Alles ist sterblich und verletzlich. Wie wahr, wie wahr. Dann lieber erstmal die Bombe mitnehmen. Kiste, hallöchen. Und ein Häusele. 50 Pfeile. Man kann doch gar keine 50 Pfeile halten. Anscheinend wollten sie 5 schreiben und da haben sie 50 reingeschrieben. Kann ich mir vorstellen. Das ist lediglich ein Tippfehler und dachte ich, ach, ist egal. Patch ich nicht nach. Die Leute können eh nur maximal 20 halten, das ist jetzt auch egal. Kriege ich ja für jeden Kristall nochmal 200 Erfahrung oder so. Und wenn ich die höchste Stufe erreichen kann. Sofort. In der Rolle umgenietet. Das ist mein Schwimmplatz. Krachkrabbler bleiben draußen. Und 500 Erfahrung, das kann doch nicht wahr sein. Du hast deinen erstklassigen Entdeckerkristall gefunden, das bringt dir 500 EP. Und dann bin ich Stufe 13, Ritter von Arkadien. Der Korallensäbel verschießt jetzt Lichtraketen, wenn du bei voller Gesundheit bist. Deine Gestehen, Alter, heftig. Alles klar. Okay, wenn man jetzt also keine Pfeile mehr hat. Das hätte man von Mesmeros gebraucht, oder? Damit haben wir alles gefunden. Lul. Genau. Aber nichts von hier. Wir brauchen jetzt noch 1216 XP. Was gibt's hier an Erfahrung? Ah, ich die höchste Abenteuerstufe. Übel, ey. 250 und 100 ist nicht wirklich viel. Ein Schild, was ich nicht lesen kann. Okay, naja, ist in Ordnung. Dafür, dass man aus Range angreift und die spammen kann,
und wahrscheinlich zusätzlich zur normalen Attack nochmal Schaden macht, ist okay. Ab ins Haus vom Papa. Eine Kiste. Das ist ein Spielzeugsoldat. Jemand könnte ihn für 20 Münzen kaufen. Nun gut, dann war es das auf dieser Insel gewesen. Das Upgrade für den Korallensäbel ist das auf jeden Fall allemal wert gewesen. Sehr schön. Alter. Ein bisschen overpowered, aber gut. Wer mag es nicht, hä? Achso, hier ist eine Höhle. Na dann rein. Dachte ich. Spiel noch nicht fertig? Na, schauen wir mal, ob wir 100% haben. Glückwunsch, Kleiner, du hast es geschafft, aber es ist noch nicht vorbei. Du musst dich Oceanhorn stellen, aber bevor du gehst, vergiss nicht deine... Ach ja, das quatsche mich immer voll, weißt du? Okay, auch das ist fertig. Wir werden noch nicht in die Ruinen von Arcadien gehen, definitely not. Bevor wir in die Himmelsinsel gehen, gehen wir erstmal in die alte Festung. Und noch die letzten 7%. Ich überlege, wo vielleicht noch Quests offen sein könnten. Ich gucke mir gleich mal die Achievements an, was es so gibt noch. Ahoi, ich habe einen Albatros gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Hat ihm einfach die Sicht versperrt für den Oktopus. Gib mal lieber mal Erfahrung, Alter, statt Gold. Wir brauchen das Gold. 3 Gegner sind noch. 2 Minen. Oh, noch einer. Ich hoffe, man muss nicht grinden für das Level. Wir gucken gleich. Da steht auch, wie viele Levels es gibt. Weil es ja für jedes Level ein einziges ein Achievement gibt. Okay, was könnte ich da übersehen haben? Müssen wir uns gleich nochmal die Schalter 100 Düstervolk aus, okay? Schalter 100 Düstervolk aus. Und hier fehlt sogar noch ein Blutstein, okay? Dann wird das die restlichen Prozente sein, denke ich. Egal, wir checken nochmal ab. Gucken, was uns hier noch fehlen könnte. Jetzt haben wir die Springboots, ne? Nah bei. Hier. Ah. Found. Found. Aber das rechtfertigt keine 7%, oder? Wir gehen gucken. Bevor ich hier mir unnötig Stress... Ach, ich hätte ihn wahrscheinlich auch von Range killen können. Bevor ich mir Stress antue, ist es hier? Nee. Verdammt nochmal, ist es tatsächlich. Aber wir müssen trotzdem 100 Düstervolk ausschalten. Düstervolk werden die Goblins sein. Währenddessen schaue ich ganz kurz mal... Was ist denn das hier unten? Achso. Achievements. 21 fehlen uns noch. So. Melt. Ah ja, okay. Wir müssen noch Objekte schmelzen. Destroy 100 wooden crates. Collect ice, spend 2000. Okay, das ist alles also die Achievements. Collect 10 Cursed Skulls? Da fuck, was ist das denn bitteschön?
Wir müssen Düstervolk kennen und das sind ja die Goblins, ne, denke ich. Das ist aber nicht so fair. Hier, nimm das. Aua! Hat mich der Fall tatsächlich von hinten getroffen? Das ist ja übel. Okay, haben wir ja noch irgendwo einen Gegner drin wahrscheinlich, oder? Sind noch ein paar. Aber die Ratten sind dummerweise nicht Düstervolk. Hier sind noch einige Ratten. Aber die will ich gar nicht. Platsch! Oh, gib mir das Mana bitte. Schade. Okay, die ignoriere ich einfach mal. Drängst du da raus, ne? Kann das sein? Nee. Düster vor Versteck. Das ist so witzig. Mana, ah, verdammt nochmal. Mana? Na gut. Ist langweilig, das Düstervolk zu killen. Aber hier in der Küche hatten wir noch ein paar Gegner. Die nehmen wir auch ganz kurz mit. Ach, guck mal, nur wenn ich voll gesündet habe, klar. Nur dann verschieße ich auch die Lichtblitze. Drei Attacks brauchte ich? Nice. Hartnäckig, hartnäckig. Okay, wir gehen mal wieder raus. Das mache ich vielleicht später einfach mal. Vielleicht alleine. Vielleicht doch gar nicht. Wir warten ab. Ist zumindest eine Grinding Quest. Ziemlich langweilig. Wunderbar, danke sehr. Okay, dann haben wir das erledigt. Na, ich sehe es ja anhand der Achievement, was ich noch machen muss. Mit die Quests auf jeden Fall. Alte Festung erledigt. Himmelsfestung mag ich gerade nicht. Danach vielleicht, wenn wir danach auch weitermachen können. Achso, guck mal, Schild von Kronos kann ich auch noch durchstreichen. Himmelsinsel. Alte Festung. Achso, das habe ich aber noch nicht durchgestrichen. Daneben. Wir lassen uns mal von der Dings angreifen. Von der Kanonenkugel. Okay. Dann halt nicht. Gib im Münzen, im Gymshop 2000 Münzen aus. Ne? Das machen wir auch mal schnell. Außerdem kann ich später noch ein Item kaufen. Wer ist das denn? Kenn ich gar nicht. Ah, kenn ich nicht. Gelehrter, die Leute erzählen von einer Insel im Norden. Sobald Besucher sie verlassen haben, vergessen sie nach und nach, dass sie dort gewesen waren. Es ist, als sollten sie überhaupt nicht existieren. Sie wurde in einem alten Buch erwähnt, das ich gelesen habe, aber mein Bruder hat es mir weggenommen. Wo hat er es nur versteckt? Keine Ahnung. 100% bin ich hier, also keine Ahnung. Ist mir dann egal. Hast du noch etwas für mich? Ich schwamm unter der Ruine, um diesen Trilot-Zauber zu bekommen. Er fand sich in einem versunkenen Turm. Das ist ja schade. Dann habe ich keinen Plan, wofür ich 53... Vielleicht kann ich die eintauschen später. Gegen Herzcontainer. Ich glaube, es gab nur 8, wenn ich mich mal durch die Achievements habe spoilern lassen. Wir gucken mal im Shop, ob es etwas Neues gibt. Seine komische Windfigur ist immer noch weg. Die ich an mir mitgenommen habe. Zweite Chance. Alle lieben Honig. Kann ich mir zwei? Du hast den Trank. Kann ich mir zwei kaufen? Nee, kann man nicht. Das ist schade. Huch! Ach guck mal, die Abenteuerregel war da noch irgendwas gewesen. Also gehen wir mal anderweitig. Belohnungen.
Liebe Sally, es mag sich verrückt anhören, aber ich habe mich nicht mehr bei dir gemeldet, weil ich gefangen war in der alten... Der Brief wurde nicht beendet, aber bereits mit MA unterzeichnet. Das muss für Meisterabenteurer stehen. Sicherlich hat er zuerst den leichteren Teil geschrieben. Warst du schon auf der Friedhofsinsel? Für einen einfach erfahrenen Abenteurer ist es dort einfach wunderbar. Tja, das ist ja doof. Das Buch habe ich gefunden. Aber wie komme ich da ran? Mana, Mana, Mana. Okay, kein Mana. Kann ich das kaputt machen? Seemanns Logbuch. Ich muss diese Worte schnell niederschreiben, denn meine Erinnerungen fangen schon an zu verblassen. Ich bin im Norden auf eine unbekannte Insel gestoßen und habe dort unaussprechliche Dinge gesehen. Und dieses Flüstern hat mich fast um den Verstand gebracht. Wie kann ich verhindern, dass dort jemand anlegt? Wenn ich die Richtungsangaben hier aufschreibe, wissen die anderen Seeleute vielleicht, wie sie die Insel des Flüsterns umsegeln können. Neue Insel. Oh, ist noch eine neue Insel. Sehr nice. Gerne. Uch, Entschuldigung. Gerne, gerne. Na gut, dann machen wir an der Stelle eine kleine Pause, meine lieben Freunde, und gehen erstmal zur Insel des Flüsterns. Na, wir schauen mal hier ganz kurz, was wir... Achso, sehen wir ja gar nicht, das gehen wir erst draußen. Wie viele Inseln noch offen sind. Und dann bis zum nächsten Mal bei Ocean Hall. Ciao, ciao.